Ja, liebe Bastelfreunde, Filmfreunde, Fans, willkommen auf meinem YouTube-Kanal Mike wieder TV zu ein weiteres Video. Viele werden jetzt sicher schon gelangweilt sein, dass wieder was von Batman kommt. Keine Sorge, es kommt auch kommende Zeit einfach wieder von Star Wars. Bauprojekte kommt auch, wenn, falls hier Star Wars Fans hier reinschauen, schon wieder was von Batman. Nein, da wird auch was kommen. Aber momentan ist so ein bisschen eine kleine Batman-Phase und ich habe überlegt, nochmal einen Teil 2 zu bauen. Ihr habt gerade am Anfang gesehen, ich habe das zweite Teil von der Batman-Hülle weitergebaut. Ich denke mal, ich werde die separat tun, weil es wird zu eng im Schrank. Und wenn man dann zusammenstellt, dann hat man ein wunderbares Bild. Ich habe überlegt, nochmal die Höhle zu erweitern, also vielmehr so einen Anteil zu bauen, auch diesen Troubler. Das Batman-Fahrzeug von Batman Begins, weil ich ja die Einhöhle gemacht habe, muss ja auch mal was dazu gemacht werden. Und ich habe überlegt mal, auch hier mit Alufolie und mit Gips zu arbeiten die Tage. Und ich will mal gucken, vielleicht mache ich doch mal, ich habe jemand gesprochen, dass man, wenn man einen Livestream macht, dass man vorher ein paar Wochen vorher ankündigt. Ich werde mal schauen, vielleicht lasse es auch sein. Ich habe ja eigentlich nur mal gesagt, ich mache das nicht. Aber ich möchte euch trotzdem mal ganz kurz diese sogenannte Batman-Nummer ganz kurz vorstellen. Die eine steht jetzt hinten in meinem Unterschrank jetzt hier. Steht jetzt erst am Schrank. Die muss nur angemalt werden, weil ich bin mit dieser Farbe irgendwie nicht zufrieden. Ich muss nur noch mal Farbe holen. Weil man sieht so ein bisschen, die Farbe sieht besser aus. Die glänzt ein bisschen, die ist ein bisschen matter. Ich muss mal schauen. Aber die wird genauso. Was habe ich gemacht? Ganz einfach. Ich habe unten wieder eine dicke, ich hatte noch eine zweite gehabt, so eine Acrylplatte unten dran gesetzt als Unterboden. Und dann habe ich erstmal Styropor wieder verarbeitet, so in die Form gemacht. Und dann habe ich die dann mit sogenannter Alufolie hier oben überall beklebt, damit das nachher, wenn ich das Vergipsen tue, dass diese Steinstruktur besser rauskommt. Da sieht man das nachher nicht mehr. Ich muss ein paar Sachen mit Highscale-Pistole kleben. Das ist so ein bisschen alles abgegangen. Und hier drin seitlich, dass ihr seht, der Tabler ist einmal hier. Das ist die Seitenöffnung. Und hier ist die Öffnung, wo er normalerweise durch einen Wasserfall, ja, ich weiß, es ist ein bisschen eng geworden. Aber gut, dass er den Wasserfall dann so durchspringt. Also ich kommt nur ein bisschen, ich gucke das mal, dass ich mit solche Frischhaltefolie arbeite und dann mit transparente Silikon arbeite, damit man das besser sieht. Aber ich denke mal, das wäre auch dann die letzte Batman-Hülle, die ich jetzt mal gebaut habe. Da möchte ich auch mal andere Sachen bauen. Ich weiß auch gar nicht, wo ich alle hinstellen soll. Ich bin am Bauen. Und dann ist irgendwann kein Platz mehr da. Aber ich merke, das ist eine große Freude. Das ist ein ganz großes Hobby für mich. Und dann möchte ich auch mal hier ganz kurz bei dem Video mal zeigen, was ich wieder gemacht habe. Also wenn die Sachen fertig sind, dann werde ich ein wunderbares Video machen. Jetzt habe ich momentan auch andere Sachen um die Ohren. Ich muss den Night weiter fertig machen. Und ich muss die eine Batman-Enterhaken-Pistole fertig machen, die ich euch gestern mal ganz kurz gezeigt habe. Und dann geht es auch wieder mit etwas mit anderen Sachen weiter wie Star Wars und andere Sachen. Also wenn euch das kurze Video gefallen haben solltet, zum Teil zum Thema zweite Batman Begins Höhle mit das Batman Fahrzeug, was wir alle kennen, der Tobler, dann lasst einen Daumen oben und nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren. Dann wünsche ich euch alle einen schönen Restabend Sonntag. Euer Mike, immer am Start. Bis dann. Ciao.